Schön, dass ihr da seid. Ja, heute ein Video zum Schwertfischwert und zu den Ubisoft News. Stärkste Axt. Aua. Oh, das hat weh gemacht. Moment. Sorry, ich hab's sofort. Oh, ich muss gerade hätte zeigen. So. Ja, wie eben schon gesagt, geht's heute um das Schwertfischwert. Das stinkt und ist tödlich. Monsterteil, ewige Spitze. Ja, um die Quest, um die Ubisoft News. Hat jetzt News rausgebracht. Die schauen wir uns heute an. Die betreffen eben genau auch diesen Schwertfisch und noch ein paar andere Sachen, Bugs, Behebungen und solche Sachen halt. Das schauen wir uns an, bleibt auf jeden Fall am Start. Und wenn euch das Video gefällt, Daumen hoch, Abo, ja, ich weiß, Eigenwerbung stinkt. Also, wir gehen mal rein. Hey, ihr Wikinger. Ja, schön, dass ihr da seid. Es gibt jetzt Ubisoft News zu dem Schwertfisch, stinkt und ist tödlich. Und Vergangenheit, ich habe schon mal ein Video auch dazu gemacht, mit dem Schwert, oder nicht mit dem Schwert, sondern um das Schwert zu erhalten. Dazu musste man hier ja zu der Fischerhütte laufen, hier zu dem kleinen Fischer. Natürlich die alten Hasen wissen das, aber die neue noch nicht. Und dann musste man ihm hier Fische bringen. Ich habe dir etwas mitgebracht. Genau. Und wenn man also alle Fische... Schon eine ganze Weile. Ja, ist klar. Wenn man also alle Fische dann mitgebracht hat und dann ist eine Quest aufgepoppt, eine Herausforderung, die nannte sich dann, ja, wird sich bald wieder nennen, stinkt und ist tödlich. Wird von diesem Fang begeistert sein. Okay, jetzt muss ich mal gehen, sonst quatscht sie mich noch voll. Auf bald. So. Leb wohl, Ava. Jetzt aber genug. Weil Ubisoft hat jetzt dazu ein Statement rausgegeben. Und zwar war ja diese Herausforderung immer hier drin in Ubisoft Connect. Herausforderung unter den Kernherausforderungen stinkt und ist tödlich. Dazu musste man halt Fische bringen. Und der Bug war eben da, dass manche Fische nicht erhältlich waren. Oder für viele waren manche Fische nicht erhältlich. Manche sind aber mit dem Schwert schon rumgelaufen. Das sehen wir jetzt auch gleich. Da wird mal schön mit dem Schwert ein geschwertet hier. Nicht geaxtet, sondern geschwertet. So, hier mal schön im Angriff sehen. Oh, da, oh, schönes Ding. Schau mal schön. Schau doch, wie es rumläuft. Das sieht man nicht schlecht aus, ne? Ja, mal ein... Oh, ein Bodelschwinger. Guck doch. Oh, da fetzt's. Jawohl, schön. Ja, aber im Moment geht's nicht an mit dem, der Perk greift da nicht. Ja, habe ich auch schon gehört. Und dann, oh, also, da brennt nichts. Aber gut, der Kopf ist ab, ne? Also, sieht mal nicht schlechter aus, das Schwert. Also, es haben also schon einige geschafft, das Schwert zu bekommen, wie man sieht. Ist schade. Aber gut, kann auch sein, dass es irgendwie rein implementiert haben ins Spiel. Ich möchte mich dazu jetzt nicht näher äußern. Könnte ja sein, ne? Vielleicht wisst ihr da mehr. Aber es sieht mal gut aus, das Teil. Die Ubisoft-Nachricht, die jetzt kam. Warte mal, die werde ich doch auch finden, denke ich mal. Da haben wir es jetzt. Also, Message über Twitter. Genau, für den April. Am 1. April kam die raus. Hier, die Known Issues, die Page. Was es alles gab. So. Oh, Kleinholz macht er. Oh, er ist ungehalten, okay. Und zwar kommen wir hier dazu. Das sind also die geplanten Issues, die geplanten Bugs werden mit den nächsten Updates sollen behoben werden. Auf allen Plattformen. Klar, also PC und PS4 und so weiter. PS5. So, und hier sind wir. Jetzt hier, schau mal, da kommt die Schwertfisch, der Schwertfischbug. General Issues. Einige Fische are missing and not spawning, also spawnen nicht und werden vermisst. Und hier haben wir es dann, die Info, warum das Schwertfisch stinkt und ist tödlich, diese Herausforderung jetzt nicht mehr drin ist. Und zwar am 31. März. Das ist Ubisoft Connect Challenge Stinky but Deadly, also die Schwertfisch-Herausforderung, temporarily deactivated. Also temporär deaktiviert today am 31. März. Und it's currently impossible to believe, weil es also nicht möglich war, das fertig zu machen, weil es also die Fische nicht rein, ja, nicht reingespawnt haben, nicht rein programmiert haben.
Und sie werden uns in Zukunft benachrichtigen, wenn die Challenge wieder live again ist. Also, wenn es die Challenge wieder gibt, werden sie uns benachrichtigen. Das heißt, die Challenge wird es auch wieder geben. So, das ist eine feine Sache. Diese Schwertfisch stinkt und ist tödlich, Sache. Das Schwertfisch an sich sieht ja schon cool aus. Das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Ja, so sieht das Ding also aus. Das ist ein Handhalt, das ist von der US-Seite. Ist mal nicht schlecht, ne? Also, das kommt schon gut rüber. Hier sind jetzt die Stats dazu. Einige davon zumindest. Also, Heavy Hits set fallen enemies to fire. Also, das ist also schwere Angriffe, schwere Hits, schwere Treffer, setzen Feinde unter Feuer. Kommt voll wichtig rüber hier. Glänzt schön in der Sonne. Oh, okay. Gepiekst mit der Spitze, guck doch. Au wehe, wei. Ja, grobe Kelle hier. Stinkend. Hier sieht man jetzt nochmal das Schwertfisch der kompletten Ansicht. Also, ja, nicht schlecht, sieht auch gut aus, glänzt schön, kann man schön hinten am Schwänzchen halten und dann eben meucheln. Schön, Schwerten! Gutes Teil. So, schwerer Angriff, jetzt sieht man es. Aber ja, es hat es leider nicht aufgepoppt. Es hat also nicht gebrannt, hat also nicht richtig funktioniert. Das ist natürlich schade drum, ne? Das hätte besser sein können. Aber ein schönes Teil ist es auf jeden Fall. Schön, der Bodel schwingt. Guck doch, ein Rundschwing. Wunderbar. Ja, und dann hier, da können wir sehen, dass es eben jemand auch geschafft hat, ohne dass er irgendwie das Schwert rein implementiert hat, was man auch schon oft gehört hat, es wäre reingeklitscht worden. Ne, also der User hat das Schwert herkömmlich bekommen. Ja, die Fische abgeliefert hat es bekommen. Also es hat mal funktioniert. Das sieht man ja jetzt gleich. So, hier schau. Jetzt bringt er hier die Fischel an und bekommt dann das Schwert wie Schwert. Also das ist die Quest erstmal. Und jetzt kommt er, jetzt bringt er eben das. Und jetzt hat er eben den großen Salmon. Ja, da hat er den gebracht. Und zack. Und jetzt bringt er und gibt dann ab. Und jetzt kriegt er das Schwert wie Schwert. So, also den Fisch hat er gehabt und das Schwert kriegt er jetzt auch. Das ist natürlich jetzt eine schöne Sache, ne? So, das Schwert gehabt und jetzt mal hier einen rumgeschwertet. Achtung. Und zack, da ist es. Ha, jawohl, schön. Ha, hat den Rüden spielen. Also, funktionieren tut's. So, ja, also ich habe das Schwert noch nicht, aber ich krieg's dann irgendwann. Sobald Ubisoft eben den Bug rausnimmt. Die nächsten Bugs, die sie rausnehmen, das sind also hier größere Sachen auch. Und zwar, ja, die Main Quest Related Issues, also die Main Quest betreffenden Bugs. Gut, das sind jetzt verschiedene Sachen, die müssen wir jetzt nicht alle durchgehen. Aber eben die Leute, die es betrifft, ihr seht es ja dann hier. Ja, das ist dann schön, dass die rausgenommen werden, die Bugs. Dann haben wir noch eins, was sie gesagt haben, was sie rausnehmen werden. Die hier noch. Ah ja. Gut, das betrifft jetzt die Sidequests, die Bugs. Und zwar das Pig of Prophecy, das Schwein der Prophezeiung. Haha, schön, ja. Das sprechende Schwein. Und noch mehr hier, Taken Grant, ja, okay. Gut, also die Leute, die es betrifft, wieder, ihr könnt es selbst lesen. Müssen wir jetzt nicht durchgehen. Die werden auch noch raus und noch rausgenommen. Die Bugs. Also gut, wenn euch das kleine Video gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch, Abo würde ich mich freuen. Bleibt gesund, see you, bye bye, euer Chili.